Der Januar und der Februar stehen bei vielen Menschen nicht sehr hoch im Kurs. Die Zeit zwischen Weihnachten, Silvester und dem dann nahenden Frühling ist oft grau, nass und trist. Da machen auch Outdoor-Aktivitäten nur wenig Spaß. Was tun in der Freizeit? Wir hätten da eine Idee. Wie wär's denn mal wieder mit einem Museumsbesuch? Zum Beispiel in Werdau. Das Stadt- und Dampfmaschinenmuseum wurde 2003 generalsaniert und gehört nun zu den modernsten Museen der Region. Es ist eines der ältesten Gebäude in Werdau. Erbaut wurde es 1781 für Friedrich August Baumgarten, dem Urgroßvater des späteren Erfinders des ersten lenkbaren Luftschiffes Georg Baumgarten. Am Stadtmodell können sich Besucher einen Überblick über die Stadt mit Rathaus, Schloss, Marienkirche und Stadtmauer im Jahr 1628 verschaffen. Wertvolle Gegenstände zeugen aus der Zeit ab 1300. Neben Stadtgeschichte und Industriegeschichte präsentiert das Museum in der Dauerausstellung einen Teil seiner deutschlandweit größten Sammlung vom Porzellan Frau Reuth. Am Ende des Gartens, in dem sich von Mai bis Oktober die Museumsgartenbahn dreht, befindet sich eine 600 PS Dampfmaschine im originalen Maschinenhaus, welche mit Elektromotor vorführbar ist. Ständig wechselnde Sonderausstellungen und Sonderveranstaltungen laden zum Besuch ein. Höhepunkte sind Sonderveranstaltungen wie das IFA-Oldtimer-Treffen am 1. Mai-Wochenende, das Gartenbahntreffen im Juni, das Museumsgartenfest mit Nachtfahrt der Gartenbahn im August, der große Dampftag am 1. Oktober Sonntag und die Weihnachtsmannwerkstatt am 3. Advent. Wir waren in den vergangenen Jahren des Öfteren im Museum zu Gast, meist zu den Dampftagen. Die ziehen jedes Jahr eine Menge Aussteller und Besucher nach Werdau. Es ist schon ein tolles Erlebnis, diese alte, faszinierende Technik in Aktion zu sehen und zu hören. Wenn es zischt, rattert, hämmert und dampft, da schlagen nicht nur Männerherzen höher. Das Museum geht natürlich auch mit der Zeit. Es bietet einen App-basierten Audioguide an. Mit Ihrem privaten Smartphone haben Sie die Möglichkeit, durch 16 Kapitel der Werdauer Stadtgeschichte zu wandeln und die wichtigsten Exponate hier im Museum genauer betrachten zu können. Der Audioguide entstand in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Werdau und wurde durch die österreichische Firma Hieronymus angefertigt. Neben der Marienkirche, am Standort des heutigen Pfarramtes, lag das kurfürstliche Schloss. Auf einer aus der Feder von Dillich stammenden Stadtansicht aus dem Jahre 1628 sieht man den stattlichen Bau neben der Kirche unmittelbar hinter der Stadtmauer stehen. Über die Anfänge wissen wir wenig. Bodenfunde reichen in diesem Areal bis in die Zeit um das Jahr 1200. Es ist ungeklärt, ob sich vor dem Schlossbau an dieser Stelle eine kleine Turmhügelburg befunden hat. Spätestens im 14. Jahrhundert muss aber mit dem Bau begonnen worden sein, da die feste Werde im Vogtländischen Krieg mehrfach erwähnt wird. Das Schloss war gegenüber der Stadt mit Brücken und Graben abgetrennt. Es diente unter anderem als Witwensitz, beherbergte Amtsmänner und diente den Floßmeistern als Logis. Bei einem Stadtbrand im Jahre 1670 nahm es schweren Schaden. Auf dem Floßplan um 1700 ist es noch als Ruine erkennbar. Nach 1720 erfolgt der Abbruch. Auf seinen Grundmauern erfolgte nach dem Stadtbrand von 1756 der Bau des heutigen Pfarramtes. Die mächtigen Tonnengewölbe dieses Hauses stammen noch aus der Zeit des Schlosses und haben so die Jahrhunderte überdauert. Das Schloss sehen Sie rechts von sich im Gemälde dargestellt. Ja, die Tonaufnahmen wurden durch mich bei der Zwickauer Firma Laut und Bunt aufgenommen. Der Audioguide ergänzt unsere klassische Führung, die Sie natürlich weiterhin buchen können. Er hat darüber hinaus den Vorteil, dass er hygienisch ist. Das ist in Zeiten der Corona-Pandemie wichtig. So entfällt unter anderem das Desinfizieren der Geräte.
Der Audioguide wird bisher sehr gut angenommen. Egal, ob es junge Besucher sind oder ältere Besucher, nahezu jeder Besucher besitzt mittlerweile ein Smartphone und über dieses werden einfach in einfacher Art und Weise Informationen übermittelt. Wir haben den Audioguide mit Tonbeispielen unterlegt. Unter anderem können Sie den Sound eines IWA H6 live erleben, was natürlich auch das Objekt dann näher umschreibt. Keine der bisher erwähnten Industriezweige erlangte einen wahren Kultstatus wie der Werdauer Fahrzeugbau. Na, das dürfte doch selbst Museumsmuffel begeistern. Also dann auf ins Museum nach Werdau. Geöffnet hat die Einrichtung Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet 5 €, ermäßigt 3 €.